Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den gemeinsamen Wahlwebtalks der Badischen Zeitung und der Landeszentrale für politische Bildung. Wir freuen uns, dass auch nach dem Ministerpräsident und Frau Miro von der Linken uns nun Frau Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin des Landes Baden-Württemberg für Kultus, Jugend und Sport, zugeschaltet ist. Frau Eisenmann ist natürlich mittlerweile auch hinlänglich als Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl bekannt. Dennoch vielleicht noch mal zwei, drei Bemerkungen zur Biografie. 1964 in Cannstatt geboren, waschechte Stuttgarterin, auch eben über 11 Jahre Bürgermeisterin für Kultur, Schule und Sport der Landeshauptstadt. Sie studierten Germanistik, Linguistik und Politikwissenschaft und haben ihren Magisteratium an der Universität Stuttgart erhalten, haben dann promoviert im Fachbereich Philosophie mit einer Dissertation. Jetzt kommen wir zum Oberrhein, zum volkstümlichen Element in den deutschen Predigten des Geiler von Kaisersberg. Beeindruckend. Und, ja, eine sehr beeindruckende Titel und aber eben auch politisch schon in Jugendjahren sozialisiert, mit 16 Beitritt bei der Jungen Union und seit 1991 persönliche Referentin des damaligen Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und später ja auch Büroleiterin des dann amtierenden Ministerpräsidenten Günther Oettinger, selbst dann eben ja auch im Stuttgarter Gemeinderat CDU-Fraktion erste Vorsitzende und eben die Bürgermeisterinnenzeit habe ich ja schon erwähnt. Frau Eisenmann, Sie haben, glaube ich, den denkbar schlechtesten Job, mit dem man Spitzenkandidat bei einer Landtagswahl, Spitzenkandidatin werden kann, denn mit Bildungspolitik gewinnt man keine Wahlen, so das alte Diktum. Und nun ist auch noch Moodle heute ausgefallen, also schlechter hätte man doch aus der Weihnachtspause nicht starten können. Zunächst mal hallo zusammen. Vielleicht um mit Ihrem letzten Teil zu beginnen. Moodle ist nicht ausgefallen. Wir haben an einigen wenigen Standorten tatsächlich Nutzerprobleme, die wir momentan beheben. Aber im überwiegenden Teil Baden-Württembergs, in der Größenordnung von 80%, hat es ohne Funktionsstörungen funktioniert. Deshalb ist Ihre Meldung da nicht ganz korrekt. Ja, aber trotzdem vielen Dank für die Korrektur. In einem Nachrichtenticker war zu lesen, Baden-Württemberg sei als rote Zone komplett ausfallen für Moodle. Ja, das war eine Falschmeldung. Das ist ja wunderbar, dass man das hier vor Ort gleich korrigieren kann. Wunderbar. Und dennoch, Frau Eisenmann, wie bewerten Sie das Krisen-Corona-Management der Landesregierung, vor allen Dingen im Bereich der Bildungspolitik? Naja, bewerten müssen es andere. Das ist etwas, was andere für sich in eine Entscheidung bringen müssen. Nur man muss sich natürlich eins im Klaren sein. Wir haben mit Lehrerinnen und Lehrern, wir haben mit Eltern, wir haben mit Schülerinnen und Schülern, auch im Bereich der Betreuung, Erzieherinnen und Erziehern, vielfältige Zielgruppen. Und die Zielgruppe, in der alle die gleiche Meinung haben, die gibt es nicht. Wir haben kürzlich vom Verband Bildung Erziehung Baden-Württemberg die Umfrage gesehen, wonach 56% der Lehrkräfte in Präsenz unterrichten wollen. Manche Verbände sagen, kein Lehrer will in Präsenz unterrichten. Da sieht man, dass diese Aussagen in dieser Pauschalität in der Regel nicht stimmen. Und deshalb natürlich ist es ein Abwägungsprozess zwischen Interessen von Eltern, die sagen, Schule am besten sofort wieder aufmachen. Übrigens viele, die das sagen. Andere, die sagen, Infektions- und Gesundheitsschutz. Schülerinnen und Schüler, die sagen, nein, ich will keine Prüfungen schreiben. Andere Schülerinnen und Schüler, die sich melden und sagen, sie wollen auf jeden Fall Prüfungen schreiben. Und deshalb ist es ein Abwägungsprozess. Dieser Abwägungsprozess muss transparent und nachvollziehbar ablaufen. Aber dass man nicht jeder Meinung folgen kann, dass man es nicht jedem recht machen kann, ist bei 1,5 Millionen Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg, rund 130.000 Lehrerinnen und Lehrern, ergänzt um Eltern, Opas, Omas, mit ihren vielfältigen Einzelinteressen, was völlig in Ordnung ist. Und deshalb ist es ein Abwägungsprozess, mit dem die einen mal zufrieden sind und andere nicht. Und im Zweifel bei der nächsten Abwägung es gerade umgekehrt ist. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir uns im Vergleich mit den 15 anderen Bundesländern uns anschauen, bleiben wir bei der Bildungsplattform. Die ist in Bayern über Tage komplett zusammengebrochen, in Rheinland-Pfalz komplett zusammengebrochen, in Berlin komplett zusammengebrochen. Dafür stehen wir im Vergleich durchaus gut da. Natürlich geht es immer noch besser. Natürlich haben wir im digitalen Bereich in ganz Deutschland, auch in Baden-Württemberg, Nachholbedarf. Aber deshalb bewerten müssen andere, dass es eine Situation ist, in der noch keiner von uns je war. Das glaube ich auch richtig. Im Nachhinein zu sagen, man hätte dieses oder jenes anders machen können, ist legitim.
aber natürlich auch vergleichsweise einfach. Und deshalb, es müssen andere bewerten. Ich glaube aber, dass die Landesregierung insgesamt in Baden-Württemberg ein intensives und auch gut abgestimmtes Krisenmanagement macht. Da gibt es Dinge, die nicht so gut laufen in allen Bereichen, das stimmt. Dann muss man nachbessern, aber ich glaube, insgesamt sind wir im Vergleich auch mit den anderen Bundesländern wahrlich nicht schlechter gestellt. Aber wie gesagt, alles andere müssen andere beurteilen. Sich selber Noten geben, macht man nicht. Eisenmann, im Nachhinein sieht man manches anders und es ist immer eine Abwägung. Würden Sie im Nachhinein nach Abwägung sagen, Ihr Satz, wonach die Schulen öffnen sollen, unabhängig von den Inzidenzwerten, war ein Fehler? Also zunächst mal schauen wir uns mal an, dass beispielsweise in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und anderen heute für Abschlussklassen die Schulen begonnen haben. Und dass in anderen Bundesländern, auch beispielsweise Schleswig-Holstein, Schülerinnen und Schüler an der Schule sind, dort auch unterrichtet werden, jenseits allerdings von der Präsenzpflicht. Und Baden-Württemberg, da habe ich schon im Frühsommer vergangenen Jahres die Präsenzpflicht aufgehoben. Auch das ist übrigens häufig kritisiert worden. Es sei unverantwortlich. Das ist es nicht aus meiner Sicht. Wir wissen, dass es Eltern gibt, die sich Sorgen machen, weil sie selber Risikogruppe sind oder in der Familie Mitglieder haben, die der Risikogruppe angehören und deshalb ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen. Und das müssen sie in Baden-Württemberg auch seit Monaten nicht. Deshalb Präsenzpflicht gibt es bei uns gar nicht und ist schon seit Monaten nicht. Andere Bundesländer sind dem jetzt gefolgt. Schulpflicht, ja. Das heißt, wer zu Hause ist, muss Fernunterricht haben. Und was habe ich gesagt? Das, was andere Bundesländer genauso gesagt haben, was der Ministerpräsident in der Einschätzung teilt, Kitas und Grundschulen. Davon war die Rede. Möglichst nächste Woche wieder zu öffnen. Wenn die Infektionszahlen sich absenken, ist keine Einzelmeinung von Frau Eisenmann, sondern Linie der Landesregierung und darüber hinaus in anderen Bundesländern etwas, was diese zum Teil schon diesen Montag, nämlich heute, begonnen haben. Wir werden uns die Infektionszahlen anschauen. Sie müssen nach unten gehen, das ist klar. Aber warum war es kein Fehler, Bildung und Betreuung für Kinder in den Mittelpunkt zu stellen? Ich glaube, wir machen es uns ein bisschen zu einfach zu sagen, auch die kleinen Kinder können einfach mal Wochen oder Monate zu Hause bleiben. Naja, gibt es halt keinen Unterricht. Weil man schon mal sehen muss, ein Erst- oder Zweitklässler können sie nicht digital unterrichten. Der kann auch nicht mal lesen und schreiben, deshalb geht er in die Schule. Auch digitale Betreuung gibt es nicht. Und deshalb, wenn wir Notbetreuung anbieten, gerade für diese Altersgruppe, 80-90% der Eltern diese Notbetreuung auch annehmen und wahrnehmen, dann stellt sich schon die Frage, wenn die Kinder betreut werden, warum kann ich sie dann auch nicht unterrichten? Und deshalb war es kein Fehler. Ich glaube, das Problem war die Pauschalität dieser Aussage, unabhängig von allen Inzidenzwerten. Nein, war auch nie meine Aussage, sondern das war das, was Sie, erstens habe ich nie gesagt, alle Schulen zu öffnen. In der Hinsicht war auch Ihre Eingangsfrage etwas missverständlich. Es ging immer um Kitas und Grundschulen. Dass die weiterführenden Schulen Fernunterricht machen, wir für die Abschlussklassen eine Lösung haben, war immer Teil meiner Aussage. Zum einen und zum anderen, ja, ich glaube, dass wir uns einen Sonderstatus für Kitas und Grundschulen zutrauen müssen, weil wir sie nicht über Wochen und Monate schließen können. Nicht sagen können, Baumärkte geschlossen, bei aller Wertschätzung für Baumärkte, Schulen geschlossen. Und vor diesem Hintergrund war es kein Fehler. Und wir machen es auch nicht abhängig von reinen Inzidenzwerten. Das hat ja der Ministerpräsident letzten Freitag in der Landtagssitzung auch noch mal deutlich gemacht. Die Zahlen müssen nach unten gehen. Aber dann brauchen wir einen Sonderstatus, gerade für Kinder. Weil neben Bildung geht es auch um soziale Verantwortung, geht es um Strukturen und auch darum, dass wir uns vielleicht im Klaren sein sollten, dass nicht jedes Kind in stabilen sozialen Verhältnissen lebt. Und wer mit Kinderärzten, Kinder- oder Schulpsychologen spricht, der hört eine sehr, 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 sehr kritische Einschätzung. Und deshalb, ja, meine Aussage war so, wie ich sie getroffen habe. Und da bleibe ich dabei. Und in anderen Bundesländern wird dieses übrigens ganz genauso gesehen. Bildung ist das wahrscheinlich eines der drängendsten Themen in diesen Wochen ohnehin. Wir haben auch mehrere Fragen jetzt schon von Zuschauern. Unter anderem ist da die Frage, Sie sprechen nur von Schülerinnen und Schülern, aber was ist mit den Studentinnen, die jetzt vor ihren Laptops sitzen? Gibt es spezielle Pläne für die Universitäten, auch da in absehbarer Zeit zurückzukehren zu
Formen von Präsenz? Das ist eine Frage, die uns erreicht hat. Eine berechtigte Frage. Ich wundere mich, dass diese Frage nicht schon intensiver diskutiert wird, auch mit der Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, die dafür zuständig ist. Ich glaube, dass wir, und ich weiß das aus Rückmeldungen auch von Hochschulen, ein, zwei Semester keinerlei Präsenzvorlesungen, gerade für die Erst- und Zweitsemester, ganz schwierig. Ich glaube, dass es da Lösungen braucht. Deshalb unterstütze ich dieses Anliegen. Völlig richtig, digitale Hochschule muss mehr sein als die Übertragung von Vorlesungen, wo dann die Leitungen zusammenbrechen. Und deshalb, ich trage das gerne weiter an die zuständige Wissenschaftsministerin, aber die ist dafür zuständig und deshalb halte ich es für richtig, wenn diese Fragen auch genau dorthin adressiert werden. Frau Dr. Eisenmann, Sie sind ja nicht nur Kultusministerin, sondern auch Spitzenkandidatin der CDU. Warum gibt es eigentlich immer noch kein Landtagswahlprogramm der CDU? Das heißt, wir warten gespannt darauf, was Sie denn eigentlich vorhaben mit diesem Land in den nächsten 5 Jahren. Oh, da dürfen Sie auch gespannt sein, weil wir vielfältige und gute Konzepte haben. Und wissen Sie, wir werden das in den nächsten Wochen, wir haben am 23. Januar Landesparteitag und da werden wir das selbstverständlich vorstellen. Wir haben einen Entwurf heute im Landesvorstand diskutiert und verabschiedet mit vielfältigen Punkten in großem Konsens. Den werden wir jetzt intern diskutieren, um ihn dann beim Landesparteitag am 23. Januar zu diskutieren und zu verabschieden. Wir sind also absolut im Zeitplan, aber es ist doch schön, wenn Sie ein bisschen neugierig sind und Sie können gespannt sein. Ich glaube, wir haben einige interessante Themen, die Sie dann mit der CDU diskutieren können. Vielleicht sollten Sie das eine oder andere Thema jetzt schon verraten. Was wären denn Ihre Wunschschwerpunkte, wenn jetzt nicht das Krisenmanagement alles überdecken würde? Ja, zunächst mal das Krisenmanagement überdeckt bei allen alles. Ja. Es ist ein Thema, das alle betrifft und die Zeiten sind ungewöhnlich. Das ist überhaupt keine Frage. Die hat sich keiner rausgesucht, aber sie werden sicher auch die nächsten Wochen und Monate noch nicht ganz so einfach bleiben. Natürlich sind es die Themen, die in vielfältigen digitalen Veranstaltungen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern erkennbar sind. Wir haben viele Fragen zum Thema Wirtschaftsstandort. Die Frage, wie gelingt es, den Strukturwandel, der schon vor Corona erkennbar war, der sich jetzt massiv beschleunigt hat, die Zukunft zu führen? Was heißt es für Arbeits- und Ausbildungsplätze der Zukunft, Stichwort Technologien der Zukunft, wie gelingt die Verzahnung von Wissenschaft und Forschung. Das sind alles Themen, auch im sozialen Bereich, wo es natürlich viele Diskussionen gibt, die durch Corona nicht überlagert sind, sondern zum Teil durch Corona noch viel deutlicher auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. Und zu all diesen Themen werden wir uns natürlich auch äußern und positionieren. Aber gerade das Thema Wirtschaft, Automobilstandort, Ausbildungs- und Arbeitsplätze hat in den letzten Monaten an Fragen, an Diskussionsbedarf bei Bürgerinnen und Bürgern erkennbar und spürbar zugenommen. Und wie wäre jetzt da die Antwort? Wie soll man den Automobilstandort halten? Soll man die Industrie in Baden-Württemberg halten? Wie verträgt sich dieses dann mit dem Zwang zu Klimaschutz? Na, ich hoffe, dass es sich verträgt, weil ich glaube nicht, dass die Haltung, die Sie offensichtlich haben, zu sagen, entweder Klimaschutz oder Automobilstandort, das wäre mir jetzt für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ein grundsätzliches Problem. Ich will nicht, dass Baden-Württemberg das Ruhrgebiet des 20er Jahrzehnts wird. Und deshalb Automobil hat in der Größenordnung von 500.000 Arbeitsplätzen. Wir haben viele kleinere und mittlere Zulieferbetriebe. Und es sind ja nicht nur einfach Betriebe. Das sind Arbeitsplätze, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da hängen Familien dran. Da geht es um den Lebensunterhalt zu verdienen, sich Wohlstand leisten zu können. Deshalb ist mir das ein bisschen zu pauschal zu sagen, entweder Automobil oder Klimaschutz. Ziel muss sein, beides zusammen. Ich will, dass die Antriebe der Zukunft aus Baden-Württemberg kommen. Ich habe auch nicht das Thema des Verbrennungsmotors an sich. Die Frage ist, was im Tank des Verbrennungsmotors ist. Sind es synthetische Kraftstoffe? Ist es Wasserstoff? Wie sieht es aus mit Elektrobatterie? Das sind alles Thema Biogas beispielsweise im landwirtschaftlichen Bereich. Das sind die Themen. Wir haben tolle Forschungseinrichtungen, die daran arbeiten. Aber dieses von der Idee in den Produkt zu bringen, in eine Produktion aus Baden-Württemberg
kommend? Das sind die Fragen, wie Strukturwandel begleitet werden kann, nicht nur für die ganz Großen, sondern gerade auch für die kleineren und mittleren Betriebe quer durchs Land Baden-Württemberg. Und deshalb, es geht nur miteinander. Es ist eine ökologische Frage, eine ökonomische Frage und im Übrigen auch eine soziale Frage. Klimaschutz müssen sich auch alle leisten können. Wir können keinen Klimaschutz brauchen, den sich nur die Reichen leisten können. Und deshalb ist die Aufgabe hier etwas vielfältiger und auch nicht mit entweder oder, sondern nur in der Verzahnung zu beantworten. Sind wir da schnell genug? Nein, das glaube ich nicht, dass wir da schnell genug sind, sondern dass wir zum einen, was die Rahmenbedingungen angeht, Unterstützung, Forschung, Wissenschaft bis hin zum Produkt, die Frage, wie können wir Investitionen von Unternehmen, gerade auch kleineren und mittleren Unternehmen unterstützen, Stichwort Steuererleichterungen für umweltfreundliche Investitionen und wie gelingt es uns, die Idee, die wir haben, auch vergleichsweise zügig auf die Strecke zu bringen? Wie gelingt es uns, Wertschöpfung in Baden-Württemberg zu halten? Und da, glaube ich, braucht es tatsächlich schnellere und bessere, auch politische Rahmenbedingungen. Nein, da sind wir eindeutig zu langsam. Die Schuldenbremse wurde ja jetzt außer Kraft gehebelt. Und die Zeit der Grausamkeiten, heißt es immer, beginnt nach den Landtagswahlen. Das heißt, wie groß sind denn die Handlungsspielräume einer Ministerpräsidentin, einer möglichen im Bereich Gestaltung, Infrastrukturpolitik, Klimaschutzpolitik, wie Sie es gerade skizziert haben? Also zunächst mal ist die Schuldenbremse nicht ausgehebelt worden, sondern sie wurde ausgesetzt auf allen Ebenen und in allen Ländern. Warum? Weil die Pandemie wirtschaftlich einen dermaßenen Einbruch in allen Bereichen mit sich brachte. Wir in der größten Wirtschaftskrise seit dem Krieg leben, dass es zwingend ist, dass wir Strukturen auch in die Zukunft führen können, dass wir Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten können, weil daran gestaltet sich der Wohlstand unseres Landes und die Zukunftsfähigkeit für jeden einzelnen Bürger, für jede einzelne Bürgerin. Deshalb ist es richtig gewesen, jetzt zu investieren, um überhaupt durch diese Krise hindurchzukommen. Richtig ist, da teile ich Ihre Einschätzung, dass wir Schulden, die man gemacht hat, das gilt für jeden Einzelnen, das gilt auch für den Staat, auch wieder zurückführen müssen. Und ich erinnere mich mit Interesse an die letzten Jahre, wo gerade der CDU auf allen Ebenen immer vorgeworfen wurde, sie würde die schwarze Null wie eine Monstranz vor sich hertragen, sparen ohne Wert. Ich kann mich an die Diskussionen gut erinnern. Aber es hat sich halt gezeigt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Hat meine Oma schon gesagt und ist nicht ganz falsch. Folgerichtig konnten wir und mussten uns jetzt im Bund wie im Land auch diese Maßnahmen leisten, um die Wirtschaft überhaupt zu erhalten und Ausfälle durch Lockdowns zu überbrücken. Aber wir haben ja gleichsam uns als Ziel gesetzt, und das war der CDU in Baden-Württemberg immer wichtig und bleibt es auch, dass wir ab 2025 die Schulden auch wieder zurückführen müssen. Wir haben deshalb einen Tilgungsplan als Teil unserer Entscheidung zu investieren mit beigefügt, weil das eine tun und das andere nicht lassen. Da haben Sie aus meiner Sicht völlig recht. Und natürlich, wir können dann Schulden wieder zurückführen, wenn wir Steuereinnahmen haben, wenn die Wirtschaft wieder in Gang gekommen ist. Und uns auch nicht Soziallasten aufgrund dessen, weil wir in einer schwierigen Situation sind, viele Bürgerinnen und Bürger auf soziale Unterstützung angewiesen sind, dann werden sie sicher keine Schulden zurückzahlen können. Und deshalb geht es darum, dass Wirtschaft vorankommt, zukunftsfähig, auch Arbeitsplätze der Zukunft geschaffen werden. Wie gesagt, Umwelt, Klimaschutz als wichtige Rahmenvorgaben, aber dass es überhaupt Arbeitsplätze der Zukunft gibt. Und dann müssen wir natürlich ab 2025 gewichten. Da wird nicht mehr alles möglich sein, das ist sicher richtig. Aber das ist ein Abwägungsprozess, wie er in einer Demokratie dann stattfindet. Aber klar ist, es wird eine Herausforderung, weil wir schon die Aufgabe haben, zu der bekenne ich mich, künftigen Generationen nicht eine Schuldenlast zu hinterlassen, die ihnen jeglichen Spielraum nehmen würde. Und deshalb wird es mit Sicherheit ein Kraftakt. Aber wie gesagt, zunächst mal ist die Grundvoraussetzung, dass wir dann wieder Steuern einnehmen, dass die Wirtschaft wieder richtig in Schwung gekommen ist. Und dann wird man sich mit der Frage befassen, wo setzen wir Schwerpunkte? Was kann öffentliche Hand leisten? Und wo geht es eben aufgrund der Schulden zu diesem Zeitpunkt nicht? Aber ich bin zuversichtlich, dass man das dann auch hinbekommt. Frau Eisenmann, vieles hat sich jetzt sehr ähnlich angehört als bei Ihrem Gesprächspartner, den wir vorhin hatten, beim Ministerpräsidenten. Wo
liegen denn konkret die Unterschiede, ob eine Landesregierung jetzt grün geführt ist oder möglicherweise schwarz geführt? Können Sie die in Stichpunkten benennen? Na ja, zunächst mal ist es sicher ein Unterschied. Wir haben wirtschaftspolitisch mit Sicherheit andere Schwerpunkte als der grüne Koalitionspartner. Die Frage Technologieoffenheit, die Frage Antriebe der Zukunft, die Frage auch Wissenschaft, Forschung in der Verzahnung, kann ich jetzt keine Handschrift zwingend erkennen. Und auch die Frage der Wirtschaft, wie gehen wir an die Wirtschaft heran, welche Spielräume schaffen wir, Stichwort Steuern, Stichwort Auflagen, Stichwort Vorgaben. Das ist eine sehr unterschiedliche Herangehensweise und zwischen Grün und Schwarz. Und darüber hinaus sicher auch in anderen Themenfeldern, wo wir, Stichwort innere Sicherheit, wir können uns weitere Schritte im Polizeigesetz vorstellen. Die CDU steht zu einem starken Rechtsstaat mit einem klaren Bekenntnis zu den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber auch da müssen, Stichwort Online-Durchsuchungen, Stichwort Videoüberwachung im rechtsstaatlichen Rahmen, das sind aus unserer Sicht nur ein weiteres Beispiel, ganz klare Unterschiede, ob Grün oder die CDU die stärkste Partei in diesem Land ist. Und es ist auch gut, dass es da Unterschiede gibt. Somit hat der Wähler, die Wählerin auch die Möglichkeit, analog zu seinen Überzeugungen Entscheidungen zu treffen. Wie kommen Sie aus dem Dilemma raus, dass über 70% der CDU-Wählerinnen und Wähler ebenfalls Herrn Kretschmann sehr stark zustimmen? Bei einer Direktwahl hätten Sie laut dem Baden-Württemberg-Trend im Oktober keine Chance ihm gegenüber. Also was machen Sie besser als der jetzige? Ja, wissen Sie, zunächst mal interessiert mich das Wahlergebnis am 14. März. Und wir wissen, wie eng die Umfragen sind, wie eng Grün und Schwarz beieinander liegen. Mal sind die einen vorne, mal die anderen vorne. Das ist das eine. Und das zweite wissen wir auch, dass die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler immer kurzfristiger erfolgt, analog zum eigenen Empfinden, da wo die eigenen Probleme gesehen werden. Und deshalb ist es eine Frage von Inhalten und dem, dass man diese Punkte diskutiert, die die Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Das ist das eine. Zum Zweiten wissen wir, dass es kein Abonnement auf Wahlsiege gibt. Und wenn Sie das Beispiel anbringen, fällt mir eigentlich 2017 ein, beliebteste Ministerpräsidentin Deutschlands, begeistert mit höchsten Zustimmungswerten in Nordrhein-Westfalen, war Hannelore Kraft, die Wahl gewonnen hat, Armin Laschet. Und deshalb kann ich nur sagen, die Wählerinnen und Wähler entscheiden jetzt in der Frage, wird 2021 und die nächsten Jahre ein goldenes Jahrzehnt? Es ist ein Schlüsseljahrzehnt, weil jetzt die Weichen gestellt werden für die nächsten 5 und 10 Jahre in den Entscheidungen. Und darüber werden wir mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Und deshalb brauche ich keine Beliebtheitswerte gewinnen. Die sind immer sehr zu hinterfragen. Auch keine Umfragen. Die können einen motivieren, die können einen herausfordern. Entscheidend ist das, was die Wählerinnen und Wähler am 14. März entscheiden. Und vorher ist gar nichts entschieden. Und das ist die Motivation, die wir als CDU in Baden-Württemberg haben. Und wie gesagt, wenn man sich Beispiele anguckt auf OB-Ebene Freiburg, da hat sich auch keiner vorstellen können, dass der beliebte Dieter Salomon nicht mehr im Amt ist. Stuttgart lief jetzt vielleicht aus Sicht mancher auch nicht ganz so wie vorher gedacht. Und wie gesagt, Nordrhein-Westfalen 2017, ein wunderbares Beispiel, nahezu deckungsgleich. Und deshalb, es ist viel Bewegung, es hat sich vieles verändert. Corona hat viele neue Herausforderungen uns allen auferlegt. Und vor dem Hintergrund werben wir im März dafür, stärkste Partei in diesem Land zu werden. Wie erreichen Sie denn die Wählerinnen und Wähler in dieser Situation? Es ist ja praktisch nicht möglich, Wahlkampf der üblichen Art zu führen und ein Teil der Bevölkerung ist, denke ich, viel weniger digital affin, als man gemeinhin meint. Das ist ja ein zusätzliches Handicap gerade für die Herausforderungen. Na, es ist zunächst mal für alle eine Herausforderung, weil auch Amtsinhaber nicht zwingend jedes Format gleich gut liegt. Klar ist, wir machen einen digitalen Wahlkampf und Wahlkampf lebt auch von der Präsenz. Da teile ich Ihre Einschätzung und wir wissen nicht, wie sich es bis März noch entwickelt, aber im Zweifel werden wir im Wesentlichen auch bei digitalen Veranstaltungen bleiben. Wir haben in Baden-Württemberg, wir machen hier in der CDU, ich mache sehr viele digitale Veranstaltungen. Und ich muss sagen, ja, man kann aber feststellen, dass Ziel- und Altersgruppen sich immer mehr durchmischen bei diesen Veranstaltungen. Ich hatte gestern sonntags 18 Uhr eine Diskussionsveranstaltung mit dem Wahlkreis Vaihingen-Enz. Da waren über 400
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese 1,5 Stunden dabei zum Diskutieren, Fragen stellen. Wir hatten Neujahrsempfänge digital mit über 300 Mitgliedern oder Gästen. Und an den Fragen kann man durchaus feststellen, wenn Fragen kommen, ich bin kein CDU-Mitglied, ich habe die und jene Frage, zum Beispiel zum Wohnungsbau, auch das ist ein Thema, das immer wieder kommt, kann man feststellen, da hat sich was entwickelt. Wir merken es ja alle. Wir sehen es ja an dem Format, das wir jetzt machen. Wenn nicht Corona wäre, hätten wir uns wahrscheinlich im Zweifel so nicht jetzt getroffen. Aber besser so wie gar nicht, da bin ich ja dankbar. Da hat sich vieles entwickelt. Es ist ein anderer Wahlkampf. Es hat auch nicht diese Reaktion, das heißt, Ihnen fehlt das Publikum, das lacht oder klatscht oder auch den Kopf schüttelt, wie auch immer. Aber es betrifft alle gleichermaßen. Allerdings bin ich durchaus überrascht. Wir machen seit Monaten als CDU 2, 3 Veranstaltungen am Tag, zum Teil mit mir, mit anderen, auch Wochenends. Die Teilnehmerzahlen steigen kontinuierlich und wie gesagt, auch immer mehr ältere Menschen trauen sich das zu, haben sich da eingeübt und da hat sich tatsächlich was bewegt und wir können es auch nicht ändern. Solange wir die Pandemie haben, werden wir mit diesen Instrumentarien arbeiten müssen. Aber wie gesagt, es gilt ja für alle gleichermaßen. Alle haben da die gleichen Herausforderungen und deshalb ist es ja auch wiederum für alles gleiche Problem. Die Opposition kann immerhin dann die Regierung heftig kritisieren. Sie sind Teil der Regierung und tun sich da vielleicht schwerer. Das Thema Impfen ist zum Beispiel ja allgegenwärtig und geht vielen auch nicht schnell genug, gerade auch jetzt in wirklich sehr ländlichen Gegenden, wo eben noch keine Impfzentren offen sind, aber in den Universitätsstädten schon. Hat da Ihr Kabinettskollege Lucha was falsch gemacht oder wie sehen Sie das? Also zunächst mal, wissen Sie, wenn Opposition nur Regierung kritisiert und sich ansonsten überlegt, mit wem sie gerne koalieren möchte, greift es aus Sicht der Opposition aus meiner Sicht auch ein wenig zu kurz. Ich glaube, auch von der Opposition möchten die Bürgerinnen und Bürger gerne Inhalte hören. Und deshalb, was das Thema Impfen angeht, auch da gilt, weiß ich nicht, ob es jetzt klug ist, als SPD auf Bundesebene, wo man in der Regierung ist, die Impfstrategie des Bundesgesundheitsministers in der Form zu kritisieren, wenn man selber mit im Boot sitzt, zeigt, das ist immer nicht ganz so einfach. Und man muss immer sehen, wer wann was kritisiert. Impfstrategie. Ich glaube, dass es jetzt im Nachhinein schwierig ist zu sagen, war es die richtige Entscheidung, dass Deutschland es im europäischen Konzert gemacht hat. Ich glaube, dass die europäische Verbundenheit auch richtig war. Hätte man zukaufen können, müssen, wie auch immer. Wie gesagt, im Nachhinein vielleicht immer leichter zu kritisieren. Es ist die Grundsituation. Wir werden in den nächsten Wochen zusätzlichen Impfstoff bekommen. Und ich glaube, dass wir organisatorisch auch in Baden-Württemberg da gut aufgestellt sind. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir in Baden-Württemberg tatsächlich noch mehr testen, viel mehr testen, gerade in Alten- und Pflegeheimen, wo wir wissen, dass die vulnerablen Gruppen sind. Je mehr wir testen, desto mehr Infizierte können wir herausfiltern und verhindern, dass sie weitere anstecken. Das heißt, da würde ich mir deutlich mehr wünschen. Aber das ist eine Kritik in dem Sinne, wie kann man etwas besser machen? Darüber muss man diskutieren. Das ist Demokratie. Aber in dem Punkt würde ich mir tatsächlich noch mehr Druck wünschen, auch in Baden-Württemberg. Ja, letzte Frage, Frau Eisenmann. Angenommen, Sie bräuchten eine Zauberformel für den Erfolg am 14. März. Wie sähe die aus Ihrer Sicht aus? Mit den Bürgerinnen und Bürgern über ihre Anliegen diskutieren, ernst zu nehmen, was die Wählerinnen und Wähler, was die Menschen in Baden-Württemberg umtreibt und daraus dann auch voller Respekt und auch mit einer gewissen Offenheit daraus dann auch Antworten zu entwickeln. Und das ist die Aufgabe und die gehen wir ins CDU mit großer Geschlossenheit, auch mit großer Freude an. Wir spüren, dass es mir gut im Tritt sind und alles andere, was noch nicht so läuft, da korrigieren wir, da arbeiten wir nach. Und deshalb, ich glaube, dass die Zauberformel ist, keinen Übermut, Demut, aber klar ist auch, es gibt kein Abonnement auf Wahlerfolge. Jede Wahl ist eine neue Wahl und Demokratie ist Gott sei Dank immer wieder für Überraschungen gut. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für diese halbe Stunde und wünschen Ihnen einen erfüllten Wahlkampf mit funktionierenden digitalen Formaten, so wie das hier bei uns jetzt auch der Fall ist. Bei uns geht es weiter in einer Viertelstunde mit dem amtierenden SPD-Landesvorsitzenden, Fraktionschef und Spitzenkandidaten Herrn Stoch. Ein Hinweis noch,
Wir haben alle Gespräche sozusagen in eigenen Formaten, also immer wieder neu starten. Dann kann man die ganzen Sendungen sehen und nicht draufbleiben. Ja, vielen Dank und bis nachher. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ciao.